Ja, wir Präventionsbeamten der Polizei Verden-Osterholz haben uns vor den Impfzentren in den beiden Landkreisen Verden und Osterholz aufgestellt. Und auch hier im Impfzentrum hier in Verden sprechen wir die Senioren an. Momentan wird ja die Altersklasse 80 plus geimpft. Und genau die Leute wollen wir jetzt ansprechen und sie warnen vor Betrügereien, wie sie stattfinden, am Telefon, an der Haustür, wie man sie auch fast tagtäglich in der Zeitung lesen kann. Ich finde das super, dass die hier sind. Und ich sage immer, lieber mehr als zu wenig von der Polizei, dass sie das beobachten. Ich finde das sehr gut, weil diese Personen versuchen immer mit neuen Tricks irgendwo einen reinzulegen. Ja, ich werde also des Öfteren, ich sage mal so alle 14 Tage, drei Wochen angerufen, ominöse Telefonnummer, natürlich mit einer Vorwahl, die hier nicht aus der Gegend ist, und dann lege ich meistens auf. Wir wollen einfach erreichen, dass diese Menschen ja ein bisschen misstrauischer sind, wenn sowas passiert, wenn ein wildfremder Mensch plötzlich anruft, mit dem Enkeltrick zum Beispiel, oder an der Haustür klingelt, irgendwie Geld oder Wertgegenstände verlangt. Die Leute sollen misstrauisch sein, die Leute sollen sich trauen, einfach den Telefonhörer aufzulegen, die Tür zuzumachen. Und am allerbesten ist es dann natürlich, wenn sie dann noch Angehörige haben, jüngere Angehörige möglicherweise, diese mit ins Boot holen, mit denen sie über diese ganze Sache sprechen können. Und letztlich sollen sie auch die Polizei rufen, wenn es dann zu einer Tat gekommen ist oder auch nur zu einer Versuchstat. Und das Positive hier am Impfzentrum ist ganz einfach, dass hier auch ganz häufig jüngere Menschen dabei sind, also sprich die Angehörigen, die die Senioren begleiten hier zum Impfen. Und die können wir als Polizisten auch gleich mit ins Boot holen, was diese Thematik hier angeht.